Dieses Thema von der linearen Wirtschaft zur Kreislaufwirtschaft ist relevant einmal für die Politik, ist relevant für die Industrie und ist relevant für die Gesellschaft. Für Covesto ist die Relevanz daher gegeben, dass unsere Produkte allesamt Kunststoffe sind, die Kohlenstoff enthalten. Heute basiert der allergrößte Teil unserer Rohstoffe auf Öl, auf Erdöl. Und wir müssen den Loop schließen zwischen diesen Produkten und den Rohstoffen. Das heißt, wir müssen Zugang zu den Kohlenstoffatomen in unseren Produkten bekommen oder auch in anderen Kunststoffen und diese wieder als Rohstoffe einsetzen. Die Industrie, die Gesellschaft, die Politik wird sich umstellen müssen und wird Abfälle in Zukunft als Rohstoffe verwenden müssen. Einfach um zum Ersten zu vermeiden, dass Abfälle wie Kunststoffe beispielsweise in die Umwelt gelangen. Zweitens aber auch, um wirklich nachhaltig zu werden. Der Wunsch an die Politik ist, dass die Regelsetzungen, die gemacht werden, um diese Kreislaufwirtschaft zu begünstigen, technologieoffen erfolgt. Das heißt, dass die Politik nicht einzelne Wiederverwertungsmethoden letztendlich bevorzugt oder andere benachteiligt. Ich glaube, wir sind hier noch viel zu sehr am Anfang, als dass man sagen kann, was am Ende die beste Lösung sein wird. Hier müssen sich technologisch und marktwirtschaftlich verschiedene Verfahren wettbewerblich gegeneinander antreten. Und dann werden wir sehen, was die besten Lösungen sind.